So, da sind wir wieder. Ich habe ja gerade mal mein Profil erstellt und mich richtig verkabelt. Auswählen. Benutzt was? Nein. Entwicklerkommentare im Spiel wäre zwar ganz interessant, aber ich glaube. Ja, das ist doch toll, oder? Ich lasse das einfach alles erstmal. Und lege gleich mal los. Ich bin gespannt. Das war der Halloween-Verkauf auf Steam. Und da bin ich mal gespannt jetzt, was mich erwartet. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nicht die geringste. Das Spiel. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. I am Daniel. Okay. Daniel. Was ist hier los? Ach so. Ja. Okay, es ist zumindest. Es ist jetzt etwas heller, weil. Das konnte kann ich ja so schlecht hochladen wie eben. Okay. Irgendwas habe ich gerade aufgehoben, scheint mir. Eine Steuerung. Ich kann mich nach rechts und links beugen. Ich kann vielleicht. Ich denke mal, dass das ja wohl eben hieß, dass ich was Zunderbüchsen. Aha, so kann ich was rumschmeißen. Wozu auch immer das dann gut ist, wahrscheinlich wenn was auch immer. Ist das eine Zunderbüchse, ja. Aha. Ich weiß nicht, wie ich mit Zunder irgendwie eine Kerze anzünden soll, wenn ich keinen Feuerstein habe, aber gut. Okay. Ich habe alles vergessen. Also, im Game jetzt. Scheint mir. Bisher noch nie gespielt, dieses Spiel, also. Und ich habe auch noch nie irgendwas daraus gesehen. Ich werfe auf jeden Fall keinen Schatten. Mal nebenbei bemerkt. Kann ich auch schneller laufen? So. Und jetzt, hallo? Nee.
Okay, da geht's nicht raus. Da ist gerade von selbst, also vom Wind wahrscheinlich. Sah zumindest stark nach Wind aus. Ich mach's erstmal wieder zu. Gut, blockiert. Noch mehr Zunder. Das hier sieht aus wie ein Hebel. Fast. Nee, das ist ein Kleiderhaken. Natürlich könnte man einen Hebel auch gut als Kleiderhaken tarnen. Das. Oder umgekehrt. Ich kann jetzt da weiter oder da, wo es aufgegangen ist. Soll ich da mal gucken? Naja, so gut blockiert ist es auch nicht. Hier sieht es aber nicht so aus, als könnte hier Wind herkommen. Das ist schon etwas unheimlich. Wahrscheinlich springt mich jetzt was an. Nicht. Ich weiß gar nicht, was einem da widerfahren kann. Und was die Schatten sind. Vielleicht habe ich deshalb keinen Schatten, weil die Schatten irgendwie gefährlich sind. Und zum Leben erwacht und... Oh. Habe ich nicht eben den Laufen gehört? Ich muss gerade mal gucken. Input. Tasten. Laufen Shift links, ja. F macht eine Laterne. Moment mal. Mementos rufe ich mit M auf und das Journal mit J. In meinen Bestand kann ich... Das muss, sollte ich vielleicht mal machen. Notizen? Keine Notizen vorhanden. Tagebücher? Keine Tagebucheinträge vorhanden. Mementos. Ah ja. Der Spur aus Flüssigkeit folgen, diese, ja, ich weiß nicht, für Blut ist es zu hell. So, also auch selbst nicht. Was jetzt? Was jetzt? Ich muss das nicht verstehen, oder? Selbst wenn ich Gamma zu hoch eingestellt hätte, würde Blut nicht so aussehen.
höre hier doch dauernd irgendwen rumlaufen. Also ihn anders als mich. Was zum? Bringt nicht viel, einen Stuhl davor zu legen, weil ja. Die geht ja in die andere Richtung auf. Wenn das überhaupt was bringen würde. Alte Rechte. Hier kann ich. Alles ist gut. Geistiger Zustand, leichte Kopfschmerzen. Hier ist Flüssigkeit. Meinen die die? Irgendwie nicht, ne? Ich will da nicht raus. Zumal mein geistiger Zustand schon angeschlagen ist gerade. Ich weiß nicht, was passiert, wenn er stärker angeschlagen wird. Lag ich dann wieder auf dem Boden oder was passiert dann? Wie ein Buch, das ich aber nicht lesen kann anscheinend. Sondern nur werfen. Oh. Laterne. Das ist natürlich schön, allerdings habe ich nur begrenzten Ölvorrat, was nicht so schön ist. Moment, wie lange reicht denn so? Das ist also nicht mit einzelnen
Dingern, sondern quasi mit also nicht mit einzelnen Dingern wie bei den Zunderbüchsen, sondern das ist quasi fortlaufend. Da wird es wieder dunkel, oder? Nee, nicht so dunkel. Ja. Moment, Tür zu, bitte. Was ist das? Ist das? Das, nee, das ist gar nichts. Ein Schalter und. August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Ah ja. Interessant. Also ich will jetzt von mir, dass ich wen umbringe. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne. Das scheint mir irgendwie strange. Okay, kann ich hinter mir jetzt wieder irgendwie zumachen? Oh, schon leer. Da habe ich gerade doch erst Öl gefunden, verdammt. Und wenn es ein berechtigten Grund gibt, den Typen umzubringen, warum schreibe ich dann selber, also als Auftraggeber an mich selber, ich soll ihn ermorden und nicht, ich soll ihn einfach nur umbringen. Das Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the, what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Okay.
Mhm. Also ich sollte nicht unbedingt versuchen, irgendwo hinzugehen, wo ich wahrscheinlich nicht hin soll. Ich will aber. Unter dem Stein von... Ja... Das sieht einladend aus. Moment... Wie war das nochmal? Ja, kann es aufgelöst werden. Wahrscheinlich nicht, indem ich davor stehe und es anstarre. Labor und Weinkeller. Das klingt doch... Interessant. Beides, wenn er mich fragt.